Um 16.30 Uhr hat die Sitzung hier im Wirtschaftsparlament in Feldkirch begonnen und gleich Tagesordnungspunkt 2 war die Wahl des neuen Wirtschaftskammerpräsidenten und seiner beiden Stellvertreter. Und die Wahl, die ist ganz eindeutig ausgefallen. 43 Delegierte waren hier, 43 Stimmen für Hans-Peter Metzler als neuer Präsident der Wirtschaftskammer. Gratuliere zu diesem Ergebnis. Was können denn die Unternehmerinnen und Unternehmer von Ihnen erwarten? Ja, von mir als Person, ich kann auch nicht übers Wasser gehen, gell? Sie können von mir erwarten, dass wir Veränderung zulassen, dass wir in der Wirtschaftskammer uns jetzt zur Arbeit machen, zur Arbeit zugehen, dass wir als gutes Team, ich habe ja jetzt wirklich neue Leute und ein Signal des Aufbruchs, dass wir in den Kernthemen Bildung, Digitalisierung, Servicierung, Bürokratieabbau und Interessensvertretung der Zukunft uns jetzt Schritt für Schritt aufmachen werden, diese Themen auch umzusetzen. Ist schon viel gute Vorarbeit geleistet, aber wir haben das Gefühl, da das Glas ist halb voll, aber da geht noch einiges hinein. Gibt es da konkrete Vorhaben, die Sie jetzt in Gang setzen wollen? Ja, gibt es einige konkrete Vorhaben, aber das erste Vorhaben jetzt ist natürlich, sich einen Überblick zu verschaffen. Das ist ein großes Haus, das ist aber eine gewachsene Struktur. Und dann mit dem Team gemeinsam und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem Haus quasi das Selbstverständnis noch einmal zu diskutieren, diese Interessensvertretung, was können wir, was können wir nicht, wo können wir vielleicht da und dort uns noch weiterentwickeln und besser werden. Und dann natürlich ist auch die Zusammenarbeit mit dem Land sehr wichtig herein, oder? Wir möchten auch sehr viel auf Vorarlberger Art machen, also unsere Bereitschaft ist sehr abnehmend, in Wien alles absegnen zu müssen und mittragen zu müssen, quasi was dort beschlossen wird. Sie haben schon angesprochen, was kann man denn im Land überhaupt machen, was können Sie als Wirtschaftskammer Vorarlberg bewegen? Ja, wir können Partnerschaften suchen mit allen Ebenen, wo wir auch mit der Industriellenvereinigung eine suchen werden, aber noch mit vielen anderen, wo wir Standortthemen angehen, Standortmarke entwickeln für dieses Land, für was steht Vorarlberg, diese DNA, ganz ein spannendes Projekt, Bildungsbereich, Servicierung, Bürokratieabbau, da brauchen wir zwar die Herren und Damen aus Wien zum Teil, aber wir können schon vor Ort, und das ist auch schon bewiesen worden, wenn wir ein kleines Land sind und gut zusammenarbeiten, können wir auch einiges bewegen. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, die Leute warten schon auf Sie, um mit Ihnen anzustoßen. Ja. Das war's jetzt hier aus dem Wirtschaftsparlament in Feldkirch.